Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinem Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu was ganz Besonderem, denn es geht heute um Pokémon Scythe. Und Scythe war der erste Hack von Vitron, einem englischen Hacker, der gerade am Vitroverse arbeitet, also an einer großen Hack-Serie, die mittlerweile bereits 3 Hacks umfasst, beziehungsweise am dritten wird gerade gearbeitet und das wird sogar Scythe 2 sein, also das hier wird einen direkten Nachfolger erhalten. Und ich muss sagen, Pokémon Scythe war bereits so interessant, dass ich jetzt mal drüber reden möchte und spiele das Ganze heute mit einem halben Team. Ihr müsst wissen, Pokémon Scythe hatte bereits eine eigene Custom-Region, und zwar die Kolin Region, und die Karte dafür werde ich hier mal einblenden, zusammen halt mit einigen weiteren Bildern. Und das Ganze sieht schon ziemlich gut aus, die ganze Karte ist halt gut interconnected, man sieht schon, da wurden sich Gedanken gemacht, und es wird sogar später noch einen kleinen Abschnitt von Höhlen geben, den man im Postgame bereisen kann. Der wurde umdesignt, also es ist nicht einfach Höhlen aus Pokémon Emerald und es sieht ziemlich cool aus, also seid schon mal darauf gespannt, das wird dann im Postgame auf uns zukommen. Es wird aber ein kleines Postgame sein, das Ganze, naja, ist nicht so umfangreich. Es gibt aber auch beispielsweise Arena-Leiter-Rematches und Liga-Rematches, was ich ziemlich cool finde. Es geht aber noch weiter. Es gibt bei diesem Spiel hier Team Void und das ist halt das böse Team. Und generell ist die Story von Pokémon Scythe angelehnt an Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Es ist praktisch eine direkte Fortsetzung. Und das ist ziemlich nice und es geht ja auch um Darkrai etc. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, wenn ihr Pokémon Ranger gespielt habt. Das Schöne ist aber, man muss Pokémon Ranger nicht gespielt haben, um die Story von diesem Game hier nachvollziehen zu können. Es wird einiges erklärt und es ist wirklich nicht notwendig. Es ist aber natürlich nett, wenn man es kennen sollte. Es gibt aber noch weitere coole Sachen zu erwähnen. Es gibt beispielsweise Pokémon bis einschließlich der 6. Generation, also kann man sehr ausgewogene Teams bauen, es gibt zig Möglichkeiten und auf den Routen wimmelt es nur so von neuen Pokémon, also da kann man wirklich sich eine ganze Menge zusammenstellen. Es gibt auch neue Moves, Abilities, es gibt wiederverwendbare TMs, es gibt den Feentyp, es gibt den Split von physischen und speziellen Attacken innerhalb eines Typs. Ja, es gibt eigentlich alles, was man sich wünschen würde und das Besondere ist an Pokémon Scythe, es ist alles relativ clean gehalten. Es ist nicht so ausgeflippt wie andere Hacks, wie beispielsweise, was weiß ich, Pokémon Bushido. Und das ist eine nette Sache, aber dazu kommen wir noch, ich werde das Spiel ja komplett durchsprechen. Und wir spielen, wie gesagt, den gesamten Hack durch nur mit einem halben Team, das bedeutet, ich darf jederzeit nur 3 aktive Kämpfer in meinem Team haben, die ich zwar jederzeit austauschen kann, aber natürlich ist das trotzdem ein großes Handicap, wenn die Gegner später vielleicht sogar volle Teams besitzen. Und ja, auch sowas wird es durchaus geben noch. Und natürlich herrscht auch mal wieder die Species Clause und die Legendary Clause und ich werde keine Items benutzen. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal bei dem heutigen Run und ich werde diesen Hack mal vorstellen. Und wenn euch der gefallen sollte, können wir gerne auch mal Pokémon Source spielen, das ist der zweite Hack von Vitron und halt irgendwann Scythe 2, wenn auch der Hack irgendwann mal released wird. Der wird ja gerade dran gearbeitet. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon und ich hatte hier die Wahl zwischen Chillast, Otaru und Phoenixes. Und ich habe mich entschieden für Phoenixes. Denn das ist ein Feuer-Pokémon, der Feuerstarter aus der 6. Gen, um genau zu sein. Und es ist halt so, dass man bei den meisten Pokémon-Spielen im Early-Game nicht unbedingt Feuer-Pokémon findet, während Wasser- und Pflanzen-Pokémon nicht gerade selten sind. Wenn man also ein Spiel blind spielt, ist es relativ sinnvoll, meistens den Feuerstarter zu picken. Ich konnte aber leider mein Pokémon hier noch nicht benennen, warum auch immer, das ging erst später beim Name-Rater. Bisschen blöd auf jeden Fall, das ist ein kleiner Fehler, den ich fixen würde. Aber wie gesagt, Pokémon Scythe hat kleinere Fehler, mit denen müssen wir einfach leben. Es war halt einfach Vitrons erster Hack hier und der Hack ist auch generell nicht der neueste. Sobald ich dann aber meinen Starter hatte, habe ich sofort begonnen hier alles einzufangen, was ich so finden konnte. Um für die kommenden Challenges immer ein Team parat zu haben, was da die verschiedenen Kämpfe für sich entscheiden kann. Beispielsweise gab es hier Staralili, aber auch noch viele andere Optionen, die wir im Laufe des Videos noch sehen werden. Ich habe mein Team auch einige Male umgebaut, das war schlicht und ergreifend notwendig. Und sobald man dann die erste größere Stadt erreicht hat, erfährt man von der Arena-Challenge bzw. von der Herausforderung, die 8 Orden zu holen, um dann später bei der Liga anzutreten. Und das Ganze wird einem präsentiert, Inhalt, Custom-Dialogen, mit sich bewegenden NPCs und. Das konnte der Hacker auch schon damals realisieren, was ich ziemlich cool finde, weil es belebt einen Hack in meinen Augen immer so ein bisschen. Ist immer schade, wenn das nicht vorhanden ist. Aber bei den meisten Hacks, die besondere Regionen haben und so weiter, ging das auch schon damals, glücklicherweise. Und während ich jetzt den Laufweg zur ersten Arena einblende, will ich so ein bisschen auf die Visuals eingehen. Und ich muss sagen, das sieht nicht übel aus. Natürlich ist der Hack hier schon ein bisschen älter, aber ich finde diese Gen 4 Sprites und so weiter und auch die Custom-Gebäude, die es stellenweise gibt im Spiel, relativ hübsch. Das einzige, was mich stört hier, ist der Character Sprite,
weil der hat Arme und Beine und ist so 1,5 Blöcke hoch, würde ich sagen. Und das stört mich sehr. Das Gute ist aber, es wurde gefixt in Pokémon Source, also seinem zweiten Hack. Und auch in Scythe 2 ist es, soweit ich weiß, nicht geplant. Also das ist ein Fehler, den hat er ausgemerzt, aber das ist auch nur in meinen Augen ein Fehler. Es ist, denke ich, eine Geschmackssache. Die erste Arena allerdings ist ein Kraftwerk, also eine Elektro-Arena, und die sieht ziemlich cool aus. Mit eigenem Arena-Rätsel und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr schön designt. Aber die Arena-Leiterin, die ist noch nicht so stark. Denn sie hat hier nur einen Wahzapf auf Level 6 und ein Parterisu auf Level 7. Und das Ganze kann man jetzt theoretisch kritisieren, weil es zu einfach ist. Das Ding ist nur, es ist halt einfach das Tutorial. Das Krasse ist halt, dass es zwischen dem Anfang, dem ersten Orden, praktisch gar nichts passiert. Ähnlich wie in der ersten Generation. Man soll hier also erstmal so ein bisschen klarkommen und seine Pokémon ausprobieren. Das Wahzapf habe ich besiegen können, einfach so über Phoenixes und Parterisu konnte ich dann auch sehr gut vorschwächen. Und ich hatte an dem Punkt noch Pinoso und tatsächlich Staralili parat, um den Finisher zu setzen. Staralili habe ich gar nicht mehr benötigt. Ich werde aber generell schon mal dazu sagen bei dem Spiel hier, das Game wird leicht anfangen, aber immer schwieriger werden. Und vor allem zum Ende hin wird es echt krass anziehen. Aber dazu nachher mehr, es wird sich einfach langsam entwickeln. Vorher kommen wir jetzt aber zum ersten Rivalen-Battle und das ist der erste Kampf gegen Dalo. Und dieser Charakter wird jetzt hier eingeführt und ich muss sagen, ich finde ihn ganz nett designt und er wird auch später ein relativ starker Trainer sein. Den werden wir im Laufe der Story einige Male wieder treffen, wie halt für Pokémon üblich. Und er beginnt hier mit einem Dusselgur, was ich wallen konnte, über Shinooks. Ich konnte nämlich Flugattacken mit Shinooks einfach so resistieren. Es ist ja ein Flug-Pokémon aus der fünften Generation. Das Bittere ist aber, ich konnte meinem Shinooks hier noch keine Elektroattacke beibringen. Weil die Schockwellen-TM aus der ersten Arena konnte ich hier leider nicht nutzen. Das hatte ich nämlich von der ersten Arenaleiterin bekommen. Wie auch immer, die war mit Shinooks halt nicht kompatibel und deswegen musste ich Dusselgur so wallen mit Tackle-Spam. Hat aber Gott sei Dank funktioniert. Danach kam aber dann der Feuerstarter vom Dalo rein und ich frage mich wirklich, warum der hier Feurigel hat, weil ich habe ja selber den Feuerstarter gewählt. Aber wie auch immer, ich musste es jetzt irgendwie besiegen und dadurch, dass mein Feuerstarter hier nicht so gut gewesen wäre, habe ich Chalelos eingesetzt. Ein reines Wasser-Pokémon zu Beginn des Spiels noch mit Aquawelle und 60er Basisstärke und das hat das Feurige hier einfach so getoo-shottet. Ziemlich gutes Wasser-Pokémon fürs Early Game und später wird es ja sogar zu Wasserboden, was noch besser ist. Direkt nach der Höhle mit dem ersten Rivalen-Battle kommt aber dann auch schon die zweite Arena bzw. auch die zweite größere Stadt. Und die zweite Arena wird jetzt direkt mit Graffiti besprüht von einem Biker, den man kurz mal besiegen muss. Ich mag solche kleinen Cutscenes bzw. kleinere Story-Events, weil die das Spiel extrem auflockern. Der Kampf hier war nicht wirklich schwierig, das ist ein ganz normaler Rüpel gewesen und er gehört auch nicht zum bösen Team oder so, aber nettes Detail war es trotzdem. Und die zweite Arena selbst, die ich dann betreten konnte, sieht wunderschön aus. Ich würde sagen, vom Arena-Layout her war das die schönste im gesamten Playthrough und das Arena-Rätsel war auch ziemlich nice. So ein bisschen angelehnt an die Zählwelt, könnte man sagen, aber anders eingefärbt und das Ganze ist natürlich komplett custom. Weil sowas existiert in der dritten Generation einfach in keinster Weise. Ich finde es immer wieder schön, wenn sowas vor allem in alten Hacks bereits existiert hat. Hat mich wirklich positiv überrascht. Was mich aber bei der zweiten Arena ein bisschen gestört hat, ist halt der eigentliche Kampf. Es ist ein Psycho-Orden und ich musste gegen Klingplim und gegen Traumato antreten, also wieder nur zwei Pokémon, was bereits ein bisschen enttäuschend ist für einen zweiten Orden. Es kommt aber noch schlimmer. Aus irgendeinem Grund benutzen diese Psycho-Pokémon hier keine Psycho-Attacken. Das Einzige, was hier Psycho war, war die Hypnose von Traumato hinten raus, die halt einfach keinen Schaden macht. Ich habe diesen Kampf hier insgesamt viermal neu gestartet und ich habe nicht einmal Konfusion oder so gesehen oder auch nur Psi-Welle zum Beispiel. Es ist mega merkwürdig, aber vielleicht hatte ich einfach nur Glück, wie auch immer die KI hat hier nicht perfekt gespielt. Sein Klimplim konnte ich einfach so killen über Chalelos in jedem einzelnen Versuch. Das ist dann aber irgendwann eingeknickt gegen Traumato, was halt Hypnose spammt und dann Sternschauer. Natürlich konnte mich aber Traumato dann nicht alleine noch besiegen. Ich konnte nämlich beispielsweise einfach ein Käfer-Pflanze-Pokémon holen aus der fünften Generation und Bugbite spammen, also Käferbiss, eine sehr effektive Käferattacke. Dagegen konnte Traumato nicht mehr so viel machen und der Kampf war dann bereits entschieden. Hätte er beispielsweise Konfusion gespammt, hätte das sehr viel interessanter werden können. Aber gut, es ist ja nach wie vor das Early Game. Jetzt kommen wir aber auch schon zu einem der großen Highlights aus dem gesamten Spiel, und zwar Team Void, also das böse Team. Man kämpft jetzt zunächst mal gegen einige Rüpel, die sind aber noch nicht so besonders. Man merkt aber hier schon, die sind gar nicht mal so übel gelevelt, also das Ganze ist kein Zuckerschlecken, wie es beispielsweise bei Game Freak-Rüpeln immer wieder der Fall ist, bei deren bösen Teams. Wo es dann aber richtig interessant wird, ist auf der kommenden Laborinsel.
Und das ist ein wichtiges Storygebiet, wo man halt diverse Male hin muss, um Dialoge zu führen. Und es ist so ein bisschen ein Hauptquartier für halt die Story, beziehungsweise für einige Charaktere, die man im Laufe der Story immer wieder trifft. Und das ganze Gebäude wird jetzt überfallen von Team Void. Und man muss nun antreten gegen zwei Rüpel nacheinander, die extrem gut gelevelt sind, mit insgesamt 4 Pokémon. Und es ist halt durchaus eine große Challenge gewesen. Und tatsächlich war ich jetzt sogar plötzlich unterlevelt, weil die Levelkurve mich eiskalt mal eingeholt hat. Ich liebe sowas. Ihr wisst ja, ich spiele Pokémon-Spiele normalerweise relativ pazifistisch. Das bedeutet, ich mache nur Kämpfe, die notwendig sind, um nicht zu überleveln, damit die Bosskämpfe möglichst spannend sind. Und trotzdem schaffe ich es normalerweise nicht, in vielen Pokémon-Spielen unter den Leveln der Bossgegner zu bleiben. Es ist immer wieder relativ schwierig, aber bei diesem Game hier hat das ziemlich gut funktioniert. Und diese random Rüpel hier hatten Pokémon auf Level 13 und 14 und so. Beispielsweise hier in Ganoville und auch später noch in Surokex. Und diese Pokémon hier haben mich komplett zerstört. Bereits den ersten Rüpel von den beiden habe ich nicht besiegen können. Und ich hatte hier mein Full Force Team dabei, also Shallelox, das Pflanze-Käfer-Pokémon aus der 5. Generation und tatsächlich auch mal wieder mein Rokara. Und ich habe dennoch verloren. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir werden sehr, sehr coole Kämpfe haben gegen Team Void, weil das hier wäre ja noch nicht mal ein Boss-Battle. Und auch die Rüpel werden einige Male im Video vorkommen. Weil es gibt einige Story-Events mit Rüpeln, die wirklich nennenswert sind. Ich habe sowas in Game Freak-Spielen fast noch nie gesehen. Vielleicht in Smogon-Trainer aus der 2. Generation oder so, aber das war's dann auch schon. Was ein bisschen traurig ist eigentlich, weil die machen einen riesigen Teil des Playthroughs normalerweise aus, wo man einfach nur Rüpel klatscht. Als ich dann aber auf Level 13 gegangen bin, um mir fair anzutreten, sah der Kampf ein bisschen anders aus. Ich konnte jetzt Ganoville two-shotten über Aquawelle, bevor ich selbst gestorben bin, und das war ziemlich gut für Shallelos. Und dann konnte ich das Surokex hier noch ein bisschen vorschwächen mit Shallelos, dann Shallelos aufgeben und dann konnte ich rübergehen auf Stravickel, um halt Bugbite zu spammen. Was nicht unfassbar viel Schaden macht und mein Stravickel wurde auch zur Hälfte bereits besiegt von diesen Surokex, aber ich habe zumindest den ersten Rüpel jetzt mal abschließen können. Es ist schon heftig, was die Random Trainer hier stellenweise drauf haben, selbst wenn ich auf einem fairen Level antrete. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und dann kam natürlich auch noch der zweite Rüpel, der jetzt weitere zwei Pokémon gegen mich verwendet. Wie hat das denn funktioniert? Tatsächlich lief es zunächst mal ziemlich übel. Es kam jetzt sofort Charmaine rein mit Hypnose und es hat Stravickel eingeschläfert und sehr, sehr schnell besiegen können. Dagegen konnte ich einfach nichts tun. Ich hatte aber nach wie vor Rokara und das hatte jetzt Gott sei Dank sehr gute Matchups. Rokara ist halt einfach ein Gesteinsfeen-Pokémon, was vor Charmaine keine Angst haben muss. Ich kann also hier einfach so Schärfer einsetzen, um meinen physischen Angriff zu erhöhen und kann dann anfangen zu sweepen. Letztendlich wären aber die Schärfer gar nicht unbedingt notwendig gewesen. Weil das letzte Pokémon vom zweiten Rüpel ist dann ein Skunkapu. Und das war erstaunlicherweise gar nicht mal so gefährlich für Rokara. Ich will aber hier nochmal positiv hervorheben, dass das Skunkapu sogar auf Level 15 ist, also die Levelkurve hat jetzt nochmal ein kleines bisschen angezogen. Ich finde solche Details einfach prima und diese Rüpelkämpfe hier waren für mich ein echtes Highlight. Habe ich so bei Game Freak Spielen einfach nur sehr selten gesehen bisher. Was ich dann aber fast schon ein bisschen traurig fand, war die Feuerarena, weil jetzt ist Folgendes passiert. Der Feuerorden ist ziemlich schön designt. Das Ganze ist quasi ein Feuerarena-Rätsel in so einer Art Vulkan mit Lavagruben und Random-Trainern und es ist so ein kleiner Irrgarten. Und der Bosskampf ist gar nicht mal so einfach, weil der Feuerarena-Leiter hat 3 Pokémon und eines davon ist sogar voll entwickelt und die sind sehr, sehr gut gelevelt. Beispielsweise hat er hier die Vorentwicklung von Pyroleo und das Ding konnte ich sehr effektiv angreifen über Shallelos Aquawelle. Und ich habe es auch besiegen können, ich wurde aber sehr krass vorgeschwächt. Beispielsweise hat das Pokémon des Gegners hier Ultraschall, was 20 Fixschaden macht gegen Pokémon, die halt beispielsweise Feuerattacken resistieren. Also der Arena-Leiter, der ist durchaus durchdacht, das ist kein schwacher Gegner. Ich habe aber mit Shallelos hier den Kill setzen können und konnte dann sogar noch das zweite Pokémon vom Arena-Leiter angreifen, und zwar sein Igelava. Und die Aquawelle hat da durchaus viel Schaden gemacht. Und dann ist Folgendes passiert. Shallelos wurde besiegt und ich habe Rokara eingewechselt. Und das war dann plötzlich das ultimative Out gegen die gesamte restliche Arena. Was ein bisschen schade ist. Das Ding ist halt, ich kann mit Rokara Quick Attack resistieren. Das Out von Igelava gegen halt beispielsweise Wasser-Pokémon und so. Und Feuerattacken kann ich ebenfalls resistieren, weil Rokara ist ja auch ein Gesteinstyp. Und nachdem ich dann Igelava besiegt hatte mit Steinwurf-Spam, eine sehr effektive Gesteinsattacke hier, ist Flamara reingekommen auf Level 19. Und es ist halt richtig stark hier. Es ist nicht nur überlevelt, es gibt ja auch physische Feuerattacken. Ja, aber leider konnte ich dessen Biss resistieren, sein Out gegen Pokémon, was halt Feuerattacken resistieren.
Es konnte also nichts gegen Rokara machen und ich habe den Orden hier sehr leicht mitnehmen können. Ich muss aber echt festhalten, das war eine relativ schwierige Arena für den dritten Orden. Man muss es mal mit Game Freak-Spielen vergleichen, da gibt es nicht so viele Orden, die mithalten können. Und ich bin gespannt, wie diese Arena hier bei anderen Challenge Runs so aussehen wird. Das könnte relativ knifflig werden, wenn man einfach mal kein Rokara hat. Nach dem Orden allerdings geht es dann weiter mit der Team Void Story und einigen Rüpeln, die ich jetzt aufhalten musste, zusammen mit meinem Rivalen. Und die sind auch mal wieder gar nicht mal so schwach gewesen. Der eine Rüpel, den ich hier klatschen musste, hatte einfach mal Cleopatra ein Level über mir. Das ist wirklich nicht übel gewesen. Voll entwickeltes Pokémon der 5. Generation, was auf eine solide Init hat und so weiter. Habe ich zwar mit meinem Team gut klatschen können, aber das war zumindest ein ernstzunehmender Rüpel. Und dann ging es weiter in einem Geisterturm, wo ich jetzt einen kleinen Doppelkampf machen musste gegen Rüpel, die auch ganz solide waren. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Rüpelkämpfe hier einblenden, aber ich will einfach mal kurz hervorheben, wie viele kleine Highlights es gibt, beziehungsweise, dass diese kleinen Rüpel-Events auch wirklich ein gewisses Gewicht haben. Denn ich habe das selbst bei Hex bisher relativ selten gesehen. Und nachdem man diese Rüpel hier im Geisterturm geklatscht hat, lernt man dann Shenno kennen und das ist der Anführer von Team Void, den wir noch einige Male wiedersehen werden und er wird später ein sehr, sehr starker Gegner sein, das kann ich jetzt schon mal anteasern. Quasi der Cyrus dieses Spiels. Und Überraschung, dieser gesamte Geisterturm hier ist auch gleichzeitig die 4. Arena. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Geistorden vor uns. Und das Arena-Rätsel ist angelehnt an die Arena von Camillo aus Pokémon Smaragd, es ist also dunkel. Und die Arenaleiterin hier, die hat eine besondere Mechanik. Ich habe den Kampf hier begonnen mit einem Ponyta, was ich mittlerweile besessen habe, und es ist hier ein relativ solides Feuer-Pokémon, was auch stärker war als mein Feuerstarter. Und ich wollte hier sofort Flame Wheel spammen, ich musste aber bemerken, ich kriege Stachelspore ab. Tatsächlich haben hier die Geist-Pokémon der Arenaleiterin die Puder-Attacken bzw. Sporen-Attacken von Pflanzen-Pokémon als kleines Gimmick. Und das wertet sie erstaunlicherweise ziemlich krass auf. Ich meine, bei Nebulak fällt es noch nicht so krass auf, aber später ist es durchaus ins Gewicht gefallen. Nachdem ich nämlich den ersten Kill hier gesetzt hatte, kam Golbit rein und es ist ein Geist-Boden-Pokémon der 5. Generation. Und das Ding hat zunächst mal Iron Defense eingesetzt, um seine Verteidigung zu stärken. Und dann hat es hier mein Ponyta gefinisht über Shadow Punch und Walzer, also Walzer Chains hat das Ding hier auch drauf. Und als dann Schallelos reinkam, wurde ich vergiftet über Giftpuder. Und natürlich war Golbat dann recht schnell besiegt, weil ich sehr effektiv angreifen konnte. Ich finde aber die Idee hier cool. Man gibt einem Pokémon einfach Iron Defense und Giftpuder und lässt es dann stallen. Und eventuell später noch eine Walzer-Chain rauslegen, um das Team zu belasten vom Spieler. Das ist eigentlich eine sehr nette Idee vom Entwickler. Man muss halt nur mögen, dass diese Pokémon hier stellenweise Attacken besitzen, die sie nicht haben dürften. Weil Golbit kann logischerweise normalerweise kein Giftpuder besitzen. Wo es aber dann wirklich bedrohlich wurde, war bei Traunmagil. Das ist das Ace von der Arenaleiterin hier und das Ding hat Schlafpuder. Und Traunmagil mit Schlafpuder ist sehr, sehr böse. Schallelos konnte dagegen praktisch nichts mehr tun und wurde vom Psy-Welle gekillt und da musste Rokara einfach klären. Es wurde dann auch relativ knapp, weil der Schaden vom Psy-Welle, der kann variieren und der kann auch relativ groß ausfallen, aber so Attacken wie Erstauner beispielsweise konnte ich natürlich ziemlich gut wegstecken. Ich hätte hier vielleicht Traunmagil noch Spukball gegeben, damit es noch ein bisschen mehr eskalieren kann, wäre aber auch vielleicht too much gewesen für die Schwierigkeit, die dieser Hack hier anpeilt. Weil Schlafpuder ist eigentlich schon gemein genug. Die Attacke trifft meistens und Schlaf ist halt einfach ziemlich stark auf einem Pokémon, was dann sowieso schon relativ gefährlich ist, so früh im Spiel. Also so ein Traunmagil ist schon nicht zu unterschätzen. Auch wenn ich hier gewinnen konnte über Rokara. Nach der Geisterarena gab es aber dann auch mal wieder ein weiteres Rivalenbattle gegen Dalo und der ist jetzt auch wieder ein gutes Stück stärker geworden. Der hat jetzt 4 Pokémon, einige davon relativ gut gelevelt und ja, ich habe mittlerweile auch neue Pokémon gefangen, die ich meinem Team hinzugefügt hatte nach dem Geistorden. Und welche das sind, das werde ich jetzt mal zeigen, die haben erstaunlich gut performt stellenweise und die werde ich jetzt noch eine ganze Weile spielen. Beispielsweise hatte ich jetzt ein Juitesto, was ich mittlerweile fangen konnte und das Ding ist halt mit Vital Throw wirklich stark. Und hat hier beispielsweise Marmeline einfach mal so neutral gewone-shottet. Aber gut, Marmeline ist auch relativ fragil. Danach kam aber leider ein Flug-Pokémon rein und deswegen musste ich Giotesto hier sofort auswechseln, um mit Ponyta reinzukommen und dann habe ich Flammenrad gespammt. Ich musste aber schnell einsehen, dass das Flug-Pokémon vom Rivalen hier Roost hat, um sich gegen zu healen und deswegen konnte Ponyta hier nicht so wirklich den Kill setzen. Ich wollte dann das Flug-Pokémon flinchen lassen über Stampfer, wurde aber leider totgekrittet. Und dann musste ich hier in Mebrana gehen. Ein Wasser-Boden-Pokémon, was sehr viel besser ist als Schallelos.
weil das ist ja nur Wasser. Und Wasserboden-Pokémon haben nur eine Schwäche und zwar aber 4 Schwäche gegen Pflanze, die vermutlich nicht so häufig im Land vorkommt. Pflanzenattacken sind gar nicht mal so häufig, wie man denken würde. Und da das nächste Pokémon dann einfach mal Schallquap war, hatte ich hier ein richtig gutes Matchup. Ich habe zwar einen Tackle-Crit abbekommen, der wirklich wehgetan hat, aber Schallquap konnte ich ohne Probleme über Mebrana besiegen. Und dann ging es noch weiter mit Igelava. Das hat natürlich der Rivale auch nach wie vor und das kann natürlich auch ein bisschen was aushalten. Mebrana hatte aber noch genug KP, um das zu two-shotten über Bubble Beam, weil so ein Flammenrad beispielsweise kann Mebrana natürlich resistieren. Und nach diesem Rivalen-Battle gab es dann zwei Dinge, die ich sehr gefeiert habe, beispielsweise diese Cutscene hier mit Lori und ihrem Gewaldroh. Die kam ja schon vor auf der Laborinsel und das ist eine der wichtigsten Hauptcharaktere. Und man sieht die hier einfach mal kämpfen gegen Rüpel. Bei wie vielen Game Freak-Spielen gibt es eine solche Cutscene? Die ist jetzt nicht wirklich der Übershit oder so, aber ich liebe ein solches Detail einfach, weil die Welt dann, naja, so ein bisschen realistischer aussieht. Die anderen Trainer machen auch mal was. Bei Game Freak würde man jetzt sehen, wie einfach Dalo vor einem Rüpel steht, einfach eingefroren und dass er irgendwie auf der Overworld auch nur einen Move einsetzt. Und ich finde diese Cutscene doppelt gut. Warum genau, kann ich aber erst später erwähnen, von daher werde ich da später nochmal drauf zurückkommen. Was ich jetzt aber auch ziemlich cool fand, war eine kleine Nebenquest mit halt einem Mädchen, was Angst hatte vor einem Hornweisel. Und ja, nachdem ich diese Quest angenommen hatte, konnte ich gegen dieses Hornweisel kämpfen. Ich wollte Hornweisel nicht mal haben, aber ich mag solche kleinen Story-Events bzw. Nebenquests. Das Blöde ist aber, Pokémon Cypher davon noch nicht allzu viele. Es gibt aber später bei Pokémon Source, also beim zweiten Hack von Voltron, ein ganzes Quest-Logbuch, um halt wirklich sehr, sehr viele Nebenquests anzunehmen. Und das wird sehr, sehr nice werden. Freut euch also schon auf das Video, das wird dann auch irgendwann mal kommen. Ich wollte aber mal kurz honorieren, dass er bereits bei Pokémon Scythe an Nebenquests zumindest gedacht hat, was er bei Pokémon-Spielen bei weitem nicht garantiert ist. Und tatsächlich passiert dann sogar noch was relativ Cooles, und zwar setzt man sich dann irgendwann mit der Oma von Dalo zusammen und erfährt einiges über die Background-Story. Und das ist so eine coole Idee. Generell ist es schon mal nice, dass es hier Cutscenes gibt, die halt die Story erklären, das ist aber nichts allzu Neues, ich habe das schon bei anderen Hacks gesehen, es ist dennoch immer wieder nett. Das Ganze ist quasi wie so eine Art kleiner Film präsentiert mit halt Custom Sprites und so weiter und die Charaktere bewegen sich halt in so einem Blackscreen auf und ab. Es hört sich jetzt lame an, als es ist, daraus kann man sehr viel machen und wir werden sowas noch einige Male sehen bei anderen Hacks. Und um die Story nachzuerzählen, ist es besonders gut, damit halt einfach alle Spieler auf demselben Stand sind und jeder weiß dann, worum es geht. Man muss Pokémon Ranger nicht zwangsweise gespielt haben, das ist in meinen Augen nicht wirklich notwendig. Ich hab's gespielt und ich mag es auch, ich kann es jedem empfehlen, aber ihr müsst das nicht spielen, um diesen Hack hier zu genießen. Und das ist sehr wichtig, weil ich würde sagen, Pokémon Ranger ist schon eher ein nischiges Spiel, das hat nicht jeder mal gezockt. Ich werde aber heute natürlich nicht so sehr auf die Story eingehen, weil das hier ist ein Challenge-Run und kein Story-Video, aber ich wollte zumindest mal anschneiden, dass die Story erzählt wird. Und das ist eine sehr gute Sache. Danach kommt aber auch schon die 5. Arena und das ist jetzt eine Pflanzenarena, die stattfindet in einem kleinen Waldstück. Und ich finde das sehr schön designt. Das Ganze ist mal wieder ein kleines Labyrinth und man muss die Arenaleiterin einfach finden unter anderen Trainern, aber es ist einfach relativ hübsch gemacht. Sowas hat ja Game Freak auch schon einige Male gemacht in abgewandelter Form und ich habe da absolut nichts gegen. Und die Arenaleiterin hier, die war auch gar nicht mal so schwach und die hat mal wieder 4 Pokémon. Sie beginnt hier mit der Vorentwicklung von Serpiroyal und das Pokémon versucht sofort hier zu setupen über Wachstum und es wird damit relativ gefährlich. Ich konnte es aber punishen über Revenge von meinem Geotesto und das Ding tatsächlich two-shotten. Ich wurde aber über Leaf Tornado hier extrem vorgeschwächt. Und dann ging's weiter mit Venusaub. Ein sehr nischiges Pokémon, was oft vergessen wird, es hat mich aber kalt hier erwischt und zwar hat es einfach mal Finale eingesetzt, um Geotesto in den Tod zu reißen. Was ziemlich bitter war, mein zweitwichtigstes Pokémon für den Orden. Und dann ging es überraschenderweise weiter mit Lombrero. Das bedeutet, ich konnte über Ponyta hier nicht mal sehr effektiv angreifen. Ich muss aber leider hier eine Sache so ein bisschen kritisieren. Warum hat das Lombrero hier keine Wasserattacke? Ich meine ganz im Ernst, ich finde es prima, dass man einer Pflanzenarenaleiterin ein Lombrero gibt, weil es nun mal die Feuerschwäche sehr gut kontern kann. Aber warum zur Hölle hat es dann kein Out gegen Feuer-Pokémon? Wie auch immer, es kann die Nerven über Minimize, es kann sich gegenheilen über einen Trank, wenn man Pech hat, und es kann über Sternschauer zumindest soliden Damage machen. Und am Ende des Tages wurde Ponyta hier dann schon relativ schlimm zugerichtet. Es hätte aber eigentlich Ponyta durchaus besiegen müssen. Wo ich aber dann doch noch zerstört wurde, war bei ihrem Ace und zwar Folipurba und das Ding hatte Quick Attack gegen meinen Ponyta, um mich zu finishen und Magical Leaf gegen meinen Vibrana.
was natürlich hier eine fette Mal-4-Schwäche hatte. Ich musste also mein Team hier so ein bisschen umbauen. Das hatte ich aber natürlich auch schon befürchtet. Und um diesen Kampf hier letztendlich gewinnen zu können, habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe jetzt meinen Feuerstarter wieder mitgenommen, also die Weiterentwicklung von Fingst mittlerweile, und dann war ich ein bisschen besser hier aufgestellt, als einfach nur mit Medbrana, Ponita und Juitesto. Den Anfang des Kampfes habe ich aber wieder gleich gemacht, weil ich muss sagen, ich war eigentlich ganz zufrieden. Klar ist es ärgerlich, dass Juitesto hier gesprengt wird, aber ich habe dann zumindest 2 Kills zum Preis von einem Pokémon und kann dann weitermachen mit einem fairen 2 gegen 2. Darauf wollte ich mich wieder einlassen, ich habe es also genauso wieder durchgezogen. Und als dann Lombrero wieder reinkam, habe ich meinen Feuerstarter gezündet. Wie gesagt, Ponita fand ich etwas stärker insgesamt als meinen Feuerstarter. Deswegen habe ich ja das in meinem Team gehabt. Ich habe also jetzt gegen das schwächere Pokémon von der Redeletterin erstmal meinen Feuerstarter gezündet. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Man sieht aber hier schon, mein Feuerstarter hat sich schwer getan. Ich konnte zwar Lombrero hier nach einer ganzen Weile hin und her besiegen, aber früher oder später war ich halt so krass vorgeschwächt, dass ich wusste, gegen Volipurba werde ich mit meinem Feuerstarter nicht mehr allzu viel ausrichten können. Und als Lombrero dann irgendwann besiegt war, war mir klar, jetzt muss Ponita das irgendwie alleine hinbekommen gegen Volipurba. Das Gute war aber, ich hatte eine Möglichkeit hier, um meine Inne zu erhöhen über Nitroladung, und dann konnte ich mit Flammenrad nachsetzen und dann schließlich finishen in der dritten Runde. Und es hat tatsächlich funktioniert. Aber das war wirklich ein relativ schwieriger Pflanzenorden, grundsolide, und ich würde sagen, das ist mindestens Game Freak Level, wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, also die Arenaleiter, die haben sich gemacht. Die ersten 2 waren ja nicht so optimal, aber gut, das war ja auch noch das Tutorial. Und nach der Arena gab es dann wieder ein weiteres Rivalen-Battle gegen Dado auf einer neuen Custom-Route, die wieder sehr hübsch war. Und ja, er ist noch ein bisschen stärker geworden und hat jetzt unter anderem ein Boelin. Damit hat er aber nicht geleadet. Er hat hier angefangen mit seinem Schallquapp und deswegen habe ich hier mit Medbrana geleadet, um Schallquapp zu two-shotten. Ich war ja mit Medbrana immun gegen Elektroattacken und deswegen war das eine ziemlich gute Idee. Dann kam aber leider das Boelin rein auf Level 26 und da konnte Medbrana fast nichts ausrichten. Ich konnte hier ein paar Mal noch Mudshot einsetzen für praktisch gar keinen Damage und dann musste ich Medbrana hier sterben lassen, um tatsächlich wieder Geotesto einzuwechseln, und das konnte hier Revenge einsetzen, und wenn ich in der Runde bereits Schaden genommen habe, hat die Attacke halt eine Grundstärke von 120 mit Step, und das konnte Boelin dann nicht mehr tanken nach der Vorschwächung von Medbrana. Das hat sehr gut gepasst, aber das Ganze war auch relativ knapp. Dann ging es aber wieder weiter mit seinem Flug-Pokémon und jetzt konnte ich natürlich Geotesto nicht weiter benutzen. Ich habe also mal wieder Ponita hier eingewechselt, um irgendwie das Ding tot zu bekommen. Es wollte sich aber wieder gegenhealen. Diesmal hat es aber ganz gut funktioniert, mit Stormbeam halt flinchen zu lassen, um halt wirklich trotzdem den Kill zu setzen über Ponita, was bei weitem nicht garantiert ist. Also der Rivale hat hier durchaus schon ein bisschen was drauf. Und das war es ja auch noch nicht so ganz, weil es kommt jetzt auch noch sein Feuerstarter, also sein Igelava nach wie vor. Und das konnte Ponita jetzt halt nicht mehr alleine besiegen. Ich musste also nochmal dann Geotesto einwechseln, um diesen Kampf hier für mich zu entscheiden. Also ich finde, das Rivalen-Battle hier war auch mal wieder relativ spannend. Vor allem für so einen Run hier mit einem halben Team. Da kann man eigentlich nicht meckern, der Rivale hier, der hat eine solide Grundstärke. Bevor ich jetzt aber direkt weitermachen konnte mit der nächsten Arena, gab es doch mal ein kleines Story-Event mit Team Void und halt Chenno sowie Dalo und auch Lori. Die ganzen Charaktere werden hier immer wieder aufgegriffen, um die Story voranzutreiben. Und ich finde es ganz gut, weil ich finde es immer ein bisschen schade, vor allem in ROM-Hacks, wenn die Story irgendwie erst ganz am Ende des Spiels überhaupt richtig anfängt und dann komplett durchgerusht wird. Stattdessen kommt ihr Team Void relativ häufig vor, zwischen den Arenen immer mal wieder, um das Ganze aufzulockern. Ist eigentlich ganz cool gemacht und das Ganze hier hat auch einige sehr schöne Custom-Cutscenes bzw. so ein paar Charakterinteraktionen. Danach ging es dann aber auch schon weiter mit der 6. Arena und das war jetzt ein Kampforden, der optisch angelehnt ist an die Kampfarena von Hilda aus Pokémon Platin, würde ich sagen. Also es ist ein Kampfdojo mit Boxringen und ich finde es sehr, sehr hübsch gemacht und es ist farblich auch ein bisschen anders als halt beispielsweise in Pokémon Platin. Was hier aber auch besonders ist, ist das Arena-Leiter-Design, weil das ist einfach mal One Punch Man als kleines Easter Egg. Ich fand es irgendwie witzig, ich wollte es mal hier erwähnen, vielleicht wäre es euch sonst nicht aufgefallen und im Stream mussten wir auf jeden Fall lachen. Wie auch immer, wenn der Hackersteller mit sowas nicht übertreibt, ist sowas immer unterhaltsam. Und Saitama beginnt hier mit einem Surokex. Ich hatte aber mittlerweile eine sehr coole neue Attacke gelernt und zwar Bergsturm und die crittet immer. Ich konnte das Ding also one-shotten. Und dann kam Riolu rein mit Psybeam, was Geotesto leider sehr effektiv angegriffen hat. Ich musste also hier auswechseln, nachdem ich mich selbst verletzt hatte, weil ich natürlich verwirrt wurde.
Ja, und dann habe ich hier tatsächlich Membrana eingewechselt, um Bubble Beam zu spammen, was Riolu hier getoolshottet hat. Allerdings wurde Membrana hier auch sehr krass vorbelastet. Ich habe aber dann auch ziemlich lucky gegen das nächste Pokémon, also Marshock, ein Bubble Beam rausbekommen, um das so ein bisschen vorzuschwächen. Und dann habe ich Marshock hier langsam besiegt über halt Ponyta. Und das Gute ist, Marshock ist dermaßen langsam, dass Ponyta hier nicht so viel zu befürchten hat, auch wenn seine Init droppen sollte. Marshock ist generell nicht unbedingt das beste Pokémon, aber naja, Hilda beispielsweise hat ja auch eins. Das letzte Pokémon, also das Ace von Saitama, ist allerdings ein Nocturne mit beispielsweise Mega Heap. Und das tut schon ziemlich weh. Ich konnte es noch ein bisschen schwächen über Ponyta, weil ich auch stellenweise Glück hatte und im roten Bereich überlebt habe. Finishen muss ich es aber wieder über Giotesto und halt einfach Bergsturm. Die Attacke ist mega gut, weil 120er Base jedes Mal rauszukriegen dank den garantierten Crit, ohne den Gegner immer vorlassen zu müssen über Revenge, das ist schon ziemlich praktisch. Und es ist doppelt praktisch, weil jetzt geht es direkt weiter mit dem siebten Orden, ohne dass dazwischen wirklich viel passiert. Und das ist eine Unlicht-Arena, wo ich mit Giotesto sehr effektiv angreifen kann. Ich muss aber hier eine kleine Sache kritisieren. Ich mag das Arena-Design. Es ist eine dunkle Villa mit Tricephalo-Statuen und so. Aber leider hat der Arenaleiter hier kein Tricephalo. Es hätte sich doch mega angeboten, ihm das als Ace zu geben. Klar, das wäre relativ stark gewesen, aber ich finde nicht zu stark. Hätte man schon machen können, wäre ein schönes Highlight. Der Arenaleiter ist aber trotzdem nicht allzu schwach. Er hat schon einige nette Pokémon. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Pionskora, was gar nicht Unlicht ist, aber seine Weiterentwicklung wäre es halt, von daher passt es schon so ein bisschen. Und das habe ich getoolshottet über Flame Charge von Ponyta, ich wurde aber vorgeschwächt über Poison Fang. Und dann ging es weiter mit der Vorentwicklung von Rabigator. Und da muss ich Ponyta natürlich auswechseln. Ich hatte jetzt aber was Neues, und zwar Kapaloris, mit Giga Drain und Surfer. Es ist also Full Force und wirklich, wirklich stark. Dagegen konnte die Vorentwicklung von Rabigator absolut gar nichts tun. Als dann aber leider Kamurks reinkam, sah es ziemlich schlecht für mich aus. Ich wurde erst vorgeschwächt über Nightshade und dann besiegt über Wigglytuff. Ich habe zwar das Ding maximal vorbelastet und konnte es dann finishen über Ponyta, es ist aber schon schade, wenn die Kapaloris so früh stirbt, weil es eines meiner besten Pokémon war bisher und ich werde es auch noch einige Male einsetzen. Was dann aber auch noch kam, war tatsächlich Nachtara auf Level 30. Das ist das Ace vom Arenaleiter und es ist wirklich stark. Und der Hackersteller scheint die Evolutions ziemlich zu mögen. Das Gute ist aber, auch wenn die Nachtara ziemlich dreist ist, sogar mit Delegator und so weiter, habe ich halt nach wie vor Giotesto und mit Stormthrow mache ich so unfassbar viel Schaden, also mit Bergsturm, dass mir selbst so ein Substitut beispielsweise komplett egal ist und dagegen kann Nachtara einfach nichts machen. Es macht zu viel Damage. Und dann kommt noch Blanas rein. Und ich finde Blanas hier ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Zumindest Tangulist oder so hätte sich schon angeboten. Und auch wenn dieser Orden hier etwas knapp ausgefallen ist, wäre da durchaus mehr drin gewesen. Wie gesagt, so ein Tricephalo wäre cool gewesen oder zumindest hier ein Tangulist. Und auch ein Pion-Draghi beispielsweise hätte sich irgendwo angeboten, also das geht schon krasser. Unlicht hat relativ viel Potenzial. Und ich muss jetzt leider so ein bisschen doppelt meckern, und zwar gab es jetzt einen großen Fehler. Das Problem ist, normalerweise ist es so bei Game Freak-Spielen, dass die Trainer in einer Arena despawnen, nachdem man den Orden geschafft hat. Also, die stehen zwar noch rum, man kann sie aber nicht mehr herausfordern. Das ist aber bei diesem Hack hier nicht so. Und da ich mich sterben lassen habe bei einem Random-Trainer in der Arena, um nicht irgendwie aus Versehen zu überleveln, bin ich wieder in der Stadt gespawnt. Der nächste Story-Trigger war aber vor der Arena, die ich auf dem Rückweg hätte verlassen müssen. Und solche Fehler sind ziemlich dämlich. Das ist halt einer der großen Gründe, warum man Arena-Trainer nach dem Leiter nicht mehr herausfordern kann. Und es ist gut so. Es sollten Hacker auch so machen und dann entstehen solche Fehler hier nicht. Oder man macht halt keine Trigger nach einem Orden vor die Arena. Bisschen ungünstig, aber das Ganze hat sich schnell aufgeklärt und ich konnte dann weiterspielen. Und der Story-Trigger hat mich jetzt direkt zu weiterer Story von Team Void geführt, beziehungsweise zur Einleitung des Finales, könnte man sagen. Es kommt jetzt sehr, sehr viel Story zwischen dem siebten und dem achten Orden und ich finde das ehrlich gesagt zu viel. Ich verstehe nicht so ganz, warum der siebte Orden nicht einfach später passiert. Denn dann hätte der Unlicht-Arenaleiter auch noch wesentlich stärker sein können. Wie auch immer, ich musste jetzt gegen zwei Rüpel antreten, nacheinander, mit jeweils zwei Pokémon und danach kam dann Shenno und ich konnte dazwischen mein Team nicht umbauen. Und ich habe mich jetzt entschieden, weil ich so viele Kills setzen muss, konstant, dass ich halt Ponyta zu Hause lasse, um mit drei voll entwickelten Pokémon zu kämpfen. Und ich habe mich dann entschieden, Gastrodon mitzunehmen, weil es einfach generell ziemlich stark ist.
Wasserboden ist generell ziemlich gut, weil es hat nur eine Schwäche. Ich hatte ja auch zuvor Mebrana genutzt, aber Gastrodon war jetzt auf Level 30 möglich und das wollte ich auch durchaus verwenden. Und ich habe damit jetzt eine ganze Menge Schaden gedrückt gegen den ersten Rüpel, der war aber ziemlich nervig. Weil nach seinem Bronzong wurde ich ja eingeschläfert über Hypnose und es hätte ziemlich krass mettern können. Hätte ich hier lange geschlafen, wäre Gastrodon direkt gestorben und der zweite Rüpel wäre ziemlich knapp geworden. Denn wie gesagt, es gibt jetzt noch einen zweiten Rüpel mit zwei weiteren Pokémon und das ist ein Käfertrainer. Und Käferattacken waren für mein Team hier nicht so toll. Zunächst mal haben Käfer-Pokémon, habe ich auch Pflanzen-Coverage, von daher hat ja mein Gastrodon sofort Megasauger abbekommen und das ist gar nicht gut. Und mein Kapaloris, was ich dabei hatte, hat halt leider auch tatsächlich eine Käferschwäche. Kapaloris ist generell genial, weil es halt wenig Schwächen hat und auch viele Schwächen von Pflanzen-Pokémon und Wasser-Pokémon aushebelt durch seine Typenkombinationen. Aber Käferattacken, die manchmal vorkommen, tun halt dann trotzdem weh. Und deswegen musste ich hier auch mal wieder mein Juitesto zu Rate ziehen mit sehr, sehr guten Kampfattacken. Ich war so dankbar für dieses Kampf-Pokémon, es ist echt krass. Weil ich finde, Juitesto ist so ein Pokémon, was man immer wieder vergisst. Also, das ist nicht so im Kopf geblieben wie Nocturne oder Kikli. Es ist aber wirklich praktisch hier. Und ich konnte so den zweiten Rüpel dann auch besiegen und letztlich gegen Shenno antreten. Und man wird hier zum Glück vor dem Kampf gegen Shenno nochmal geheilt. Das Team umbauen kann man aber nicht, von daher muss ich jetzt mit dieser Teamkonstellation irgendwie Shenno besiegen. Tatsächlich beginnt der hier aber mit Zap Striker und das ist halt ein Elektro-Pokémon, was ich mit Gastrodon prima besiegen konnte. Ich wurde aber vorgeschwächt leider über Stampfer und Flame Charge, also ein bisschen Schaden musste ich hier durchaus einplanen. Und dann ging es weiter mit einem Seemon. Und ich hatte an dem Punkt ziemlich Angst, dass er später noch ein Seedraking bekommen wird, was halt durchaus ziemlich gefährlich wäre. Wie auch immer, ich habe dann Kapaloris eingewechselt, um mir Seemon zu outen und Gigasauger einzusetzen, damit ich vor dem nächsten Pokémon mit vollen KP stehe. Und das hat sich auch gelohnt, weil es kam dann Piondragi rein und ich glaube, dass deswegen der undichte Arenaleiter keinen Piondragi hatte, aber schade ist es trotzdem. Und ich habe hier dann Surfer gespammt und wurde getroffen von beispielsweise Poison Fang und bin im tiefen roten Bereich gelandet. Kapaloris hat aber den Kill geschafft. Das letzte Pokémon war dann aber Shadrago. Und das ist hier ein sehr starkes Drachen-Pokémon mit beispielsweise Dragon Rage und Drachenklaue. Das Ding ist wirklich mächtig. Und es hat dann auch noch komplett meinen Gastrodon besiegt und ich musste es dann irgendwie killen, nachdem es sich nochmal vollgeheilt hat, über Juitesto, was hier erneut einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Also für so eine halbe Team-Challenge war das Ganze hier schon sehr, sehr anspruchsvoll. Das Spiel wird jetzt extrem anziehen und die nächsten Bosskämpfe sind ziemlich, ziemlich interessant. Und Überraschung, es kommt jetzt sogar noch ein cooles Event mit einigen Rüpeln, was mich auch mal wieder sehr gefreut hat. Man muss jetzt nämlich gegen drei Rüpel antreten mit jeweils einem Pokémon und kann zwischen diesen Kämpfen sein Team nicht heilen bzw. sein Team umbauen. Und der erste Rüpel hat hier ein Luxtra auf Level 34 und das ist schon echt eine Ansage. Ich habe es besiegt hier über Juitesto und es hat auch funktioniert, allerdings wurde Juitesto hier extrem vorbelastet und sogar paralysiert. Und dann kam der zweite Trainer rein mit einem X-Bart und hat Juitesto hier einfach so besiegt. Und ich musste hier mein Team sogar umbauen, um für diese Rüpel hier gewappnet zu sein. Ich habe nämlich dann Luxtra mitgenommen, was ziemlich gut ist gegen X-Bart, denn es hat eigentlich hier nicht so viel zu befürchten. Klar, X-Bart kann rumnerven über Konfusstrahl, aber das Ganze sollte schon gewinnbar sein. Und es hat auch funktioniert und ich wurde nicht mal getroffen von irgendeiner starken Giftattacke, was ich ein bisschen schade fand. Und der dritte Rüpel dann am Ende, der hatte tatsächlich auch ein starkes Pokémon, und zwar Stalobor, auf Level 35. Und das konnte ich zwar easy killen über Kapaloris, das ist aber schon echt eine Ansage für ein Rüpel-Pokémon. Also auch das war mal wieder eine sehr coole Stelle, wie ich fand, was die Rüpel angeht, und es war deutlich besser als die drei Trainer beispielsweise im Raumfahrtzentrum von Pokémon Smaragd, wo ja sowas hier auch auftritt, nur in sehr, sehr viel schlechter. Und man hat diese drei Rüpel jetzt aus dem Grund besiegen müssen, weil Dalo gefangen war, also der Rivale, und man wollte den befreien. Aber wo man jetzt Dalo erfolgreich befreit hat, gewinnt Shenno hier und entkommt einfach mal mit Darkrai praktisch. Also er wird jetzt ziemlich bedrohlich und um Darkrai aufhalten zu können, muss man jetzt drei Gems sammeln. Das Ganze ist angelehnt an Pokémon Ranger und es ist quasi eine Questreihe mit weiteren coolen Bosskämpfen, die ich jetzt auch noch durchsprechen werde, weil das ist ein sehr schöner Bonus, wie ich finde. Man könnte das fast schon als weitere Arenen bezeichnen, weil es ist praktisch genau das. Weitere coole Bossgegner, die wichtig sind, um halt irgendwann zum Storyfinale zu kommen. Und das Ganze ist wirklich umfangreich.
Das Ganze beginnt mit dem roten Gem in einem Vulkangebiet, was ich mal wieder sehr schön designt finde. Ist optisch so ein bisschen angelehnt an die dritte Arena, das war ja ein Feuerorden, der auch schon sehr vulkanartig gemacht war. Und das Ganze wurde hier so ein bisschen noch krasser umgesetzt und es gibt ja auch einige Feuer-Pokémon zu fangen. Und ich habe mir jetzt eine Arcani geholt. Und am Ende von diesem Vulkan hier muss man dann gegen einen Prüfer antreten, der checkt, ob man stark genug ist, um den roten Gem mitzunehmen, beziehungsweise ob man würdig dafür ist. Und das ist ein sehr starker Feuertrainer, der aber nicht nur Feuer-Pokémon hat. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Drift-Zeppeli und das finde ich ziemlich unterhaltsam. Weil Ignaz in Diamant und Perl hat ja auch ein Drift-Zeppeli und das ist ein Feuertrainer in der Liga. Und ich habe dieses Drift-Zeppeli hier besiegt über Arcani, was ich wie gesagt im Vulkan bekommen hatte. Und Feuersteine kann man einfach so kaufen, was ziemlich angenehm ist, weil ich mag diese Steinmechanik gar nicht mal so sehr. Und nachdem ich dann Drift-Zeppeli besiegt hatte, ging es weiter mit Glurak. Ich hatte aber noch ein Ass im Ärmel. Ich hatte jetzt Body Slam auch auf meinem Arcani, um Glurak neutral anzugreifen. Und ich habe es sogar schaffen können, hier mit Arcani auch noch das gesamte Glurak zu besiegen. Das ist schon echt eine Ansage, also Arcani war hier ziemlich stark und ich werde es auch noch für eine ganze Weile benutzen. Und das dritte Pokémon von diesem Trainer war hier einfach mal ein Kurtel. Und das unterschätzt man gerne mal. Es hat eine physische Verteidigung von 140. Das ist schon sehr, sehr viel. Und deswegen hat die Body Slam praktisch gar keinen Schaden gemacht und ich musste Kurtel dann finishen über Kapaloris. Was natürlich ohne Probleme Kurtel besiegen kann, weil Kurtel hat keinerlei Initiative. Und dann ging es weiter mit Panferno, ein weiteres sehr starkes Pokémon, was übrigens auch von Ignaz gespielt wird. Und das hat hier Close Combat eingesetzt, mich fast gewonshottet, ist aber dann ebenfalls an Surfer gestorben und das letzte Pokémon war dann ein Stolos, angelehnt an das Stalos von Ignaz. Ist zumindest meine Theorie, es wird schon kein Zufall sein. Ich habe aber hier gewinnen können. Wer jetzt aber so wie ich dachte, dass die ganzen Gems darauf hinauslaufen, dass man Bossgegner besiegt, die sich auf einen Typen fokussieren, der hat sich leider geschnitten. Weil im Wald vom gelben Gem musste ich jetzt antreten gegen eine Trainerin mit einem ausgewogenen Team. Und die ist ebenfalls verdammt stark gewesen. Sie hat hier beispielsweise einen Gengar, was ich besiegt habe über Bite von halt Luxtra. Ich wurde aber sehr krass vorgeschwächt und bin fast gestorben, das Ganze war Range. Und dann ging es weiter mit Geowatz, wo natürlich Luxtra nichts mehr zu melden hatte. Ich konnte aber Geowatz hier besiegen über eine sehr effektive Giga-Drain-Attacke von Kapaloris, weil Geowatz hat natürlich fette mal 4 Schwächen. Und das ist doppelt gut, weil das nächste Pokémon von der Trainerin hier war dann Greninja. Und das hat ebenfalls Schwäche Giga-Drain. Ich konnte hier also 2 Kills über Kapaloris machen und so einen kleinen Vorteil gewinnen, beziehungsweise ein Lead könnte man sagen. Tatsächlich hat aber Greninja hier auch Spikes rausgelegt, was in Game Freak-Spielen nur sehr, sehr selten vorkommt. Danach ging es aber dann weiter mit Gewaldroh und das ist halt nicht so toll für Kapaloris. Ich bin also rübergegangen in meiner Kani, um mir tatsächlich Flamethrower zu spammen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil natürlich hat Gewaldroh hier eine fette Feuerschwäche und das letzte Pokémon von der zweiten Prüfung hier war dann Magnezone. Ich hatte keine Bodenattacke, also musste ich mit Arcani auch hier Flamethrower spammen, aber ich will nochmal betonen, wie stark diese Trainer hier sind. Also auch Magnezone ist ein echt mächtiges Pokémon, wenn man nicht die richtigen Outs dagegen dabei hat. Sehr, sehr coole Kämpfe, muss ich sagen, und es werden noch einige coole Sachen auf uns zukommen. So wie auch beispielsweise die dritte Prüfung. Denn die Überraschung, man muss jetzt antreten gegen Team Voidrüpel. Es gibt keinen dritten Prüfer. Und zwar muss man jetzt gegen 3 Rüpel nacheinander antreten, mit jeweils 2 Pokémon, ohne sich dazwischen heilen zu können oder sein Team umbauen zu können. Das heißt, das Ganze hier ist eine abgewandelte Prüfung, um so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Der erste Trainer ist hier ein Elektro-Trainer und ich habe jetzt Schaufler genutzt mit Arcani, um ihn trotzdem sehr effektiv angreifen zu können. Das Ding ist nur, sein Luxtra hatte Bedroher und deswegen musste ich hier selber mit Luxtra leaden, um Arcani reinzubekommen, ohne selbst eine gesenkte Angriffskraft zu haben. Das war aber tatsächlich eine sehr effektive Taktik und von daher wurde ich zwar geschwächt über Thunderfang und auch verwirrt tatsächlich über Swagger, ich habe dann aber hier 2 sehr gute Kills bekommen gegen das gegnerische Luxtra und das gegnerische Selbststriker, um den ersten Rüpel schon mal zu besiegen. Das war aber erstmal der Anfang. Weil jetzt kommt der zweite Rüpel hinterher und das ist ein Wassertrainer und der hat sehr interessante Pokémon. Der hat hier beispielsweise ein Gyarados. Das konnte ich aber besiegen über eine Elektroattacke von Luxtra. Und als er dann Branawarz eingewechselt hat, hatte ich dagegen Kapaloris. Mein Team war hier plötzlich extrem gut aufgestellt und ich hatte einen sehr, sehr angenehmen zweiten Rüpelkampf, obwohl er relativ stark ist eigentlich. Und dann kam noch der dritte Rüpel und das ist jetzt ein Normaltrainer, den man nur sehr schwer sehr effektiv angreifen kann, was auch irgendwie eine coole Idee ist.
Der leadet allerdings mit einem Tauboss und das ist normal Flug. Ich konnte es also ebenfalls mal wieder sehr effektiv angreifen über Luxtra, was hier wieder einen sehr, sehr guten Lead hatte. Und dann kam früher oder später noch Radikal rein. Radikal ist ein stark unterschätztes Pokémon, was eigentlich recht viel Schaden machen kann, mit beispielsweise Risikotackle. Ich konnte hier aber kurz Arcani einwechseln und dann Luxtra und dann einfach Radikal hier finishen, was keinen Schaden mehr gemacht hat. Weil der Bedroher-Spam bzw. Doppelbedroher ist hier schon sehr, sehr gut. Wenn die Gegner keinen physischen Angriff mehr haben, sind sie einfach keine Gefahr mehr. Das gilt aber natürlich nur bei physischen Gegnern, wie halt beispielsweise dieses Radikal hier. Nachdem wir jetzt aber endlich die drei Gems zusammen haben, geht es weiter zum Story-Finale. Und das findet jetzt statt auf einem verschneiten Berg, der sehr, sehr schön ist, aber die Spitze, die ist nicht verschneit. Und dort ist jetzt Shenno mit seinem Darkrai, was eine neue Welt kreieren möchte. Und die Überraschung, die Edelsteine, die wirken nicht so ganz. Das bedeutet, naja, man muss gegen Shenno jetzt gleich antreten und er wird sehr, sehr stark sein. Das kann ich immer versprechen und es gibt auch einen kleinen Twist bei dem Ganzen, den ich zumindest interessant finde, aber dazu kommen wir gleich. Ich will aber noch eine Sache hier sehr, sehr positiv hervorheben. Nachdem dieser erste Dialog kam, beziehungsweise diese erste kleine Cutscene, geht es weiter in die Welt von Darkrai, die es kreiert hat, und das ist einfach mal ein Albtraum von der Zerrwelt aus Pokémon Platin. Wie cool ist das bitte gemacht? Also, es kam für mich komplett überraschend und es sieht sehr, sehr nice aus. Ich meine, das Ganze hier ist die dritte Generation. Da ist die Zerrwelt nicht mal einprogrammiert. Das ist komplett custom und es ist wirklich schön umgesetzt. Und jetzt musste ich gegen Shenno antreten. Shenno startet hier mal wieder mit seinem Zap Striker und deswegen habe ich angefangen mit Arcani, Into Schaufler und Extreme Speed. So habe ich sofort einen Kill hinbekommen, ohne viel KP zu verlieren und das war schon mal ein sehr guter Anfang. Danach ging es aber dann weiter mit seinem Seedraking, was ich ja bereits erwartet hatte. Das Ding ist nur, ich kann hier relativ safe in Kapaloris gehen, weil es resistiert Wasserattacken beispielsweise vierfach und dann kann ich Gigasauger neutral spammen und mich gegenheilen, was ziemlich gut klappt. Ich muss aber aufpassen, weil man kann relativ leicht hier paralysiert werden und das wäre gar nicht gut. Man kann aber dagegen beispielsweise auch Beeren tragen, die man im Spiel sogar kaufen kann. Man muss sie nicht irgendwie extra anpflanzen und ich liebe das, wenn Hacks das machen, weil ich finde es in Game Freak Spielen immer sehr anstrengend. Das Ding ist nur, die KI ist hier so gut, dass sie auswechseln wird in beispielsweise Togekiss, um halt Kapaloris zu belasten. Wenn aber Togekiss hier anfangen sollte, Sky Attack aufzuladen, kann man wieder in Arcani gehen, Bedroher drücken und dann macht Sky Attack hier nicht mehr so viel Schaden. Und da kann man mit Flammenwurf nachsetzen und wenn ein Seedraking wieder reinkommt, kann man wieder Kapaloris rauslegen. Und ich habe hier Seedraking sogar gecrittet über Extreme Speed, das wäre aber gar nicht notwendig gewesen bei Kapaloris, ist da prima klargekommen. Ja, und dann konnte ich Togekiss finishen über Kapaloris, als es wieder reinkam und das Drapion, was da noch kam, also das Pion Draghi, habe ich getwoshottet über Surfer, während ich über eine Giftattacke fast gestorben wäre. Wo es dann aber nochmal krass wurde, war bei seinem Shadrago, weil ich hatte dagegen eigentlich kein Out. Mein Kapaloris hatte noch keine Eisattacke und hätte Shadrago auch nicht gewonshottet und das Luxtra, was ich die ganze Zeit gespielt hatte, wäre hier nicht klargekommen. Ich habe also für diesen Kampf hier ein Arctilas verwendet, um mich auf das Shadrago vorzubereiten. Und das war eine sehr gute Idee. Weil Arctilas hat eine unfassbar gute physische Verteidigung und auch wenn es hier stellenweise sehr effektiv angegriffen werden kann, killt es Shadrago einfach so über Eisfang. Und als dann final Darkrai reingekommen ist, habe ich einfach wieder Arcani eingewechselt, früher oder später, und habe Nahkampf gespammt. Und das Gute ist, man kann ja eine Maronbeere tragen, um Hypnose von Darkrai auszukontern, was Darkrai praktisch immer probieren wird. Und dann habe ich nachgesetzt über Extreme Speed und diesen Kampf hier entschieden. Das Ding ist nur, das Story-Finale endet hier noch nicht so ganz, weil jetzt passiert der Twist, den ich eben angesprochen habe. Denn die Gems, die man zunächst mal gesammelt hatte gegen Darkrai, funktionieren jetzt doch und man schafft es, Darkrai zu verscheuchen. Dadurch wird aber Shenno so sauer, dass er sein Team nochmal vollheilt und nochmal gegen den Spieler antritt. Und zwar dieses Mal in Stärke, nur dass er jetzt Darkrai nicht mehr hat. Das bedeutet, er hat jetzt 5 Pokémon in seinem Team, dieselben wie zuvor, die haben aber jetzt bessere Movesets. Und das finde ich eine sehr interessante Idee. Die Strategie, die ich hier gefahren bin, war praktisch dieselbe, also werde ich das Ganze hier nicht im Detail kommentieren, ich werde aber den Sieg trotzdem mal einblenden und ein bisschen darüber reden. Das Ding ist, im Livestream kam diese Stelle hier nicht so gut an bei den Zuschauern, weil das Ganze halt eine Wiederholung ist, ohne Darkrai, das wirkt ja erstmal ein bisschen lame. Dadurch, dass aber die Movesets stärker werden, ist es sehr interessant für Challenge Runs und ich finde es zumindest mal eine innovative Idee.
Es ist nicht einfach nur ein letzter Bosskampf und das war's dann, sondern es gibt quasi nochmal eine kleine Überraschung und man muss diese beiden Kämpfe hier auch in a row schaffen, dass das Ganze natürlich nochmal von der Schwierigkeit her ein bisschen anhebt und besonders macht. Ich persönlich hatte viel Spaß damit, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Und für diese besonderen Stellen spielen wir doch auch ROM-Hacks, oder? Für Stellen, die uns überraschen, die es halt in Game Freak-Spielen eventuell niemals geben wird. Wie auch immer, am Ende des Tages konnte ich hier relativ gut gewinnen, Darkrai hat jetzt gefehlt, also konnte ich Akani mehr belasten, weil Nahkampf nicht mehr so wichtig war und das Ganze hat funktioniert, es war aber ziemlich knapp, also die Movesets sind schon wirklich krasser geworden und man muss halt auch bedenken, wenn man in diesen zweiten Kampf hier reingeht, sind die Bären eventuell schon verbraucht und eine Paralyse beispielsweise kann Kapaloris durchaus dann bekommen und das ist nicht so gut, also da muss man sehr vorsichtig sein, man kann hier krass überrascht werden, wenn man mit diesem Kampf hier in keinster Weise rechnet. Und warum sollte man schon mit sowas hier rechnen? Und nach diesem Kampf hier wird dann Chenno einsehen, dass er verloren hat und tatsächlich auch in der Zerrwelt bleiben bzw. in dem Albtraum, den Darkrai erschaffen hat. Ähnlich wie Cyrus in Pokémon Platin und ich finde es tatsächlich ziemlich passend für seinen Charakter. Und dann wacht man tatsächlich auf in einem Bett, ja, aus dem Albtraum natürlich. Und ich finde auch das mal wieder ziemlich cool, das greift diese ganze Darkrai-Albtraum-Mechanik ziemlich nice auf. Und ich finde es schön, dass das so umgesetzt wurde in einem Spiel mit Darkrai als Cover-Ligi, was sie ja von Game Freak wahrscheinlich nie bekommen werden. Außer halt Pokémon Ranger, aber das ist ja kein richtiges Pokémon-Spiel. Und wenn man das Story-Finale dann geschafft hat, geht es weiter mit der 8. Arena und die hat jetzt tatsächlich keinen Monotype. Das bedeutet, der Arenaleiter ist ausgewogen. Der hat ein richtiges Champ-Team mit sehr starken Pokémon, aber natürlich nur 5, nicht 6. Das wäre auch ein bisschen übertrieben für einen Arenaleiter, würde ich sagen, weil die Schwierigkeit des Spiels hier soll sich ja schon in Grenzen halten. Ich finde es aber gut, dass er hier keinen Monotype hat, weil das wäre vermutlich ein bisschen zu einfach gewesen im Vergleich zum Story-Finale. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Magbrand und hier habe ich jetzt ein sehr cooles Play gemacht. Und zwar habe ich Lumberries gespielt auf Kapaloris und Akani, um gegen Konfusstrahl gewappnet zu sein. Und dann habe ich hier mit Surfer Magbrand bewusst in den roten Bereich gebracht, damit der Arenaleiter hier seinen Trank verschwendet. Weil ich hatte vor diesen Pokémon einfach keine Angst. Und indem ich halt dann in Akani rüber gewechselt bin, konnte ich Konfusstrahl nochmal abfangen, um halt wirklich gar nicht verwirrt zu werden, was diesen Kampf hier sehr viel konstanter gemacht hat und es war ein sehr guter Start für mich. Und in eine Feuerattacke hätte ich ja auch ohne Probleme einwechseln können. Und als es dann weiterging mit einem Greninja, bin ich einfach wieder rüber gewechselt auf mein Kapaloris und habe Giga Drain gespammt, um mich gegenzuhealen und ziemlich safe diesen Kill hier zu drücken. Allerdings hat Greninja hier auch Spikes gelegt, was jetzt ein bisschen wehtun wird, wenn ich hin und her wechsle. Auf jeden Fall eine nervige Attacke. Als nächstes kam dann aber ein Nidoking und es konnte jetzt nicht mehr so viel gegen mich ausrichten. Es konnte mein Kapaloris natürlich angreifen und extrem belasten und es sogar hier in den tiefen gelben Bereich hauen. Allerdings kann es Surfer nicht so ganz überleben, nur mit Range und am Ende des Tages war es dann doch One-Shot. Das vierte Pokémon vom Arenaleiter war aber dann Krupuk und es hat praktisch gar keine Schwächen. Es versucht ihr aber Fuchtler einzusetzen, weil es tatsächlich neutral aufgestellt ist, also man kann es auch physisch spielen. Ich spiele ja auch normalerweise so Attacken wie Sucker Punch. Und deswegen bin ich hier in Luxtra gegangen für Bedroher und habe dann einfach so Thunder Fang gespammt, um halt jede Runde so ein bisschen Damage zu drücken und da war Spiritomb irgendwann auch besiegt. Und es hat sich sogar über Fuchtler hier selbst verwirrt, was der Arenaleiter heilen musste über Hyperheiler. Ist aber ganz cool, dass er das Item tatsächlich hat, um die Attacke hier zu supporten. Und das letzte Pokémon war dann auch ein Relaxo, was halt normal ist. Das bedeutet, ich konnte hier in Arcani gehen, erstmal Bedroher drücken und dann halt einfach ganz simpel auf Nahkampf drücken. Sehr effektive Kampfattacke, wie eben gegen Darkrai und die kann man übrigens bekommen über den Attackenerinnerer, was hier ein sehr guter Buff ist für Arcani, weil ich würde sagen, Nahkampf ist ein sehr mächtiger Angriff. Und Relaxo hat sich dann am Ende des Tages selbst gekillt über Recoil Damage, er konnte dann praktisch nichts mehr gegen mich tun. Bevor ich jetzt aber direkt zur Liga gehen konnte, kam noch ein weiteres Mal mein Rivale auf mich zu und wollte mich kurz vor der Siegestraße nochmal herausfordern. Und er hat jetzt auch mal wieder 5 Pokémon und natürlich ein ausgewogenes Team und seine Pokémon sind jetzt auch stellenweise voll entwickelt, was ja zuvor nicht der Fall war. Er hat also mal wieder einige Buffs bekommen. Und er beginnt hier beispielsweise mit Phasersnob. Das konnte ich aber prima outen, einfach so über Luxtra, mit Bedroher und dann Thunderfang. Er konnte nicht so viel gegen mich machen. Und stellenweise kann hier auch der Gegner missplayen über halt unter anderem Verhöhner, was beim Luxtra hier einfach absolut egal war. Statusattacken wollte ich ja gar nicht einsetzen.
Als es aber dann weiterging mit Boyelin, habe ich nicht weitergemacht mit Thunderfang, sondern ich bin rübergegangen in Kapaloris, weil ich wusste, ich werde wahrscheinlich in eine Wasserattacke wechseln und die kann ich vierfach resistieren und dann kann ich mit Gigasauger hier ebenfalls sehr effektiv angreifen, mich aber währenddessen gegenhealen. Ich konnte hier also prima mein Luxtra einfach so schonen und praktisch ohne KP zu verlieren zwei vollständige Kills drücken, also mein Kapaloris hatte ja dann immer noch fast volle Leben. Was dann aber auch noch reinkam, war tatsächlich Zapplerang. Ja, hat das Pokémon endlich entwickelt, es ist kein Schallquap mehr und das Ding hat einfach gar keine Schwächen. Es hat nämlich eigentlich eine Bodenschwäche, besitzt aber die Fähigkeit Schwebe, die es immun macht gegen Bodenattacken. Ich konnte hier jetzt aber wieder mein geschontes Luxtra einwechseln, Bedroher einsetzen und ich wusste, dass von Zapplerang vermutlich eine physische Attacke kommt und das war hier mal wieder Fuchtler. Und dann konnte das Zapplerang hier nicht mehr so viel machen. Ich habe dann jede Runde Knirscher gespammt für ein bisschen Damage und das Zapplerang hat sich auch selber verwirrt. Und tatsächlich hat er hier auch keinen Hyperheiler, um die Verwirrung auszumerzen. Das heißt, Zapplerang war dann praktisch stehend tot. Wo es dann aber fast nochmal bedenklich geworden wäre, war bei der Vorentwicklung von Maxax, die der Rivale dann eingewechselt hat. Maxax wollte der Hackersteller ihm hier nicht geben, damit es nicht zu krass wird, weil Maxax ist sehr, sehr grenzwertig. Aber bereits die Vorentwicklung ist ziemlich, ziemlich stark mit Dragon Dance. Das Gute war aber, ich hatte ja Akani und Luxtra dabei. Und als mein Luxtra hier dann besiegt wurde, relativ schnell über Dragon Claw, konnte ich einfach so Arcani einwechseln, seinen Angriff wieder wegnehmen, über halt einfach Bedroher und dann Extreme Speed spammen, weswegen mir auch seine Init über Dragon Dance vollkommen egal war. Und tatsächlich wollte er sogar nochmal auf Dragon Dance gehen, um noch einmal zu setupen. Also der Rivale ist hier schon relativ dreist. Als dann aber irgendwann sein Tanupto reinkam, hatte ich natürlich nach wie vor Schaufler auf Arcani. Ja, und das hat diesen Kampf hier dann auch entschieden. Der Kampf hier war also nicht so schlimm, er ist aber, würde ich sagen, ein würdiger letzter Rivale und ich finde auch, dass Maxax vielleicht ein bisschen viel gewesen wäre für den Schwierigkeitsgrad, den der Heck hier anstrebt. Das Team war schon in Ordnung so. Und nach einer recht soliden, normalen Siegestraße, wie man sie so kennt, ging es dann weiter mit der Pokémon-Liga. Und es gibt auch hier mal wieder vier Top-4-Mitglieder und halt einen Champ, wie man das gewohnt ist. Und man kann sich auch nicht die Reihenfolge aussuchen, wie in Generation 5 aufwärts. Das bedeutet, die Levelkurve wird immer weiter ansteigen und es kommen jetzt relativ krasse Trainer auf uns zu. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie mein Team ausgesehen hat für die Liga, weil es hat sich jetzt durchaus noch einiges geändert. Weil ich habe Arcani und Luxtra jetzt tatsächlich gar nicht mitgenommen. Zunächst mal habe ich hier tatsächlich Flampivian gespielt. Ein unfassbar gutes physisches Feuer-Pokémon der 5. Generation mit den Attacken Flammenblitz, Schaufler, tatsächlich auch Fuchtler und Hammerarm. Und ganz wichtig, dieses Pokémon hier hat eine Fähigkeit, die tatsächlich so Attacken wie Flammenblitz verstärken kann und ich bekomme dann kein Recoil-Damage. Das ist richtig krass. Weil Flammenblitz hat ja sowieso schon eine Basisstärke von 120. Und ich konnte sogar Life Orb hier spielen, weil das Item hatte ich zuvor gefunden und ich bekomme keinen Life Orb-Schaden mit Flampivian, weil auch das durch die Fähigkeit verhindert wird. Dieses Ding hier ist ein absolutes Monster und man kann damit viele Pokémon einfach so one-shotten, gar kein Problem. Und es ist viel besser als Arcani. Und was ich jetzt auch spielen konnte, war Stolos. Ein Stahlgesteins-Pokémon mit Iron Tail, Rock Tomb, Superpower und Stealth Rock, also Tarnsteine. Und ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so krass. Es ist aber ziemlich defensiv, hat viele Resistenzen und gerade für die Liga, die wir gleich bekämpfen werden, hat es extrem wichtige Matchups. Wir werden auch sehen, warum ich mich dafür entschieden habe. Es war eine ziemlich gute Entscheidung letztlich. Also das Pokémon hat ziemlich solide performt. Und gerade die Tarnsteine können relativ nervig werden für den Gegner, wenn er immer wieder sehr viel Schaden bekommt, wenn er einwechselt. Vor allem, wenn seine Pokémon schwäche Gestein haben. Und was ich natürlich weiterhin gespielt habe, ist Kapaloris. Es ist einfach so gut. Mit Surfer, Giga Drain, Ice Beam mittlerweile, die TM habe ich endlich gefunden, und Brick Break, also Durchbruch. Die Attacke ist nicht so wichtig. Der Punkt ist einfach, Wasserpflanze ist so gut für eine halbe Team-Challenge. Weil so kann man quasi mit einem Pokémon zwei der wichtigsten Typen abdecken und wir werden sehen, dass auch Kapaloris in der Liga sehr, sehr gute Matchups hat. Ich habe meine Pokémon relativ weise gewählt, würde ich sagen, weil was dann passiert ist, war tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Ich hatte nämlich beispielsweise hier einen sehr, sehr guten Start. Ich meine, schaut euch jetzt einfach mal das erste Top-4-Mitglied an. Er beginnt hier beispielsweise mit Tanatora, was ja eigentlich ziemlich gefährlich sein kann. Und er hat auch einen Geowatz, einen Rihornior, einen Sumpex und einen Stolos. Aber all diese 5 Pokémon machen überhaupt gar nichts gegen Kapaloris. Mit Surfer oder mit Giga Drain konnte ich all diese Pokémon einfach so in Grund und Boden one-shotten. Es ist halt einfach ein Bodengesteinstrainer
und die kann man normalerweise mit Cavaloris komplett hops nehmen. Und das war einer der großen Gründe, warum ich Cavaloris überhaupt gespielt hatte, weil ich wusste, dass ich diesen Trainer hier damit komplett zerstören werde. Der hatte einfach nicht den Hauch einer Chance. Und ja, so Pokémon wie Arcani oder Luxtra hätten hier natürlich gar nichts gebracht. Aber auch Flampivian und Stolos hätten hier eine sehr, sehr schwierige Zeit gehabt, vor allem Stolos, weil das dann immer 4 Schwäche gegen Boden. Das wäre ziemlich kritisch geworden. Bin also sehr dankbar, dass Cavaloris es hinbekommen hat. Und danach ging es dann weiter mit Flug und einem Staraptor. Und das konnte ich one-shotten über Flammblitz von Flampivian, was wichtig war, weil Nahkampf hätte Stolos gekillt und Sturzflug hätte Cavaloris gekillt. Es war also gut, dass Flampivian das hingekriegt hat. Ja, und dann kam Mohafni rein und das kann natürlich überhaupt gar nichts tun gegen Stolos. Stolos resistiert hier 4-fach sämtliche Flugattacken und resistiert sogar Drache. Es ist absolut perfekt für mich und über Stealth Rock kann ich hier sogar dafür sorgen, dass jedes Flug-Pokémon, was jetzt auch eingewechselt wird, sehr, sehr viel Entry-Hazard-Damage bekommt, der natürlich unglaublich mattert. Mit über Rock Tomb habe ich hier auch relativ guten Schaden gemacht, auch wenn ich natürlich sehr gerne noch bessere Gesteinsattacken gehabt hätte. Die hatte ich leider nicht zur Verfügung, weil ich die nie gefunden habe. Generell muss man sagen, man findet einfach bei dem Spiel hier nicht so viele gute TMs, vor allem nicht im Early Game, aber auch später dann, naja, ist ein bisschen belastend. Wie auch immer, Mohafni konnte ich auch so relativ gut killen und der Schaden von Rock Tomb hat durchaus ausgereicht. Und die Attacke senkt ja auch die Init, was recht nett ist. Danach kam dann aber Panzer Aeron und das ist halt nicht so gut für Stolos, weil das halt physisch eine ganze Menge aus. Und deswegen bin ich hier rüber gewechselt auf Flampivian, hab den Stahlflügel abgefangen, den ich resistiert habe, um dann Panzer Aeron wieder zu one-shotten über Flammenblitz. Wenn ich irgendetwas mit Flampivian sehr effektiv angreife, dann kann es einfach nicht überleben. Keine Chance. Und das vierte Pokémon vom Flugtrainer war dann X-Bart. Ein sehr, sehr mächtiges Gift-Flug-Pokémon, was absolut gar keine Chance hat gegen Stalos. Weil ich bin natürlich immun gegen Giftattacken und kann wie gesagt Flugattacken 4-fach resistieren. Da hat X-Bart einfach gar nichts mehr zu melden. Es hätte nicht mal irgendwelche Coverage-Moves, die hier wirklich gefährlich sein könnten. Also X-Bart hat einfach gar keine Hoffnung, hier gewinnen zu können. Es bekommt auch sofort ein bisschen Tarnstein-Damage und dann kann ich über Felsgrab langsam aber sicher den Kill setzen. Und das letzte Pokémon von dem Flugtrainer hier war dann ein Fiaro und das ist ein Feuerflug-Pokémon mit mal 4 Schwäche gegen Tarnsteine und Felsgrab. Und ja, das kann Stolos neutral angreifen, es wird es aber physisch niemals besiegen können. Das heißt, dieser Kampf hier war auch relativ leicht für mich mit meinem Team. Und als nächstes kam dann Typ Fee. Und hier ist einfach die Zeit von Flampivian jetzt so richtig gekommen. Was zur Hölle sollen Feen-Pokémon gegen Flampivian ausrichten? Ich resistiere Feen-Attacken, die meisten Feen-Pokémon haben eher eine gute Spezialverteidigung, können also physisch nicht so viel gegen mich tun und Flammenblitz macht sie komplett fertig. Und ich meine, dass das erste Pokémon hier nichts tun konnte, war klar, aber als dann Azumarill reingekommen ist, konnte ich halt sogar Cavaloris einwechseln, um sehr effektiv über Giga Drain anzugreifen. Was danach dann aber passiert ist, war ziemlich unpraktisch für mich und zwar kam dann Florgis rein und das ist halt ein Feen-Pokémon mit sehr krasser Spezialverteidigung. Ich wollte es hier one-shotten über Stolos über eine Stahlattacke, weil eigentlich hatte Stolos auch ein sehr gutes Matchup. Ich wurde aber leider hier getwo-shottet über Strauchler, weil Stolos unfassbar viel wiegt. Dadurch, dass hier aber Stolos verloren hatte, konnte ich jetzt safe Flampivian einwechseln und der Regentanz, der von Azumarill rausgelegt wurde, war auch schon rum und deswegen konnte ich jetzt wieder sweepen über Flammenblitz. Und damit habe ich jetzt auch den gesamten restlichen Kampf geführt. Togekiss und Gardevoir waren dann natürlich auch kein Problem mehr. Also mit Flampivian gegen Feen-Pokémon zu verlieren, ist sowieso fast unmöglich. Und wenn man dann noch guten Support hat von Cavaloris und so weiter, sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Also die ersten 3 Kämpfe in der Liga habe ich durch meine Pokémon-Picks extrem gut hinbekommen. Man muss aber auch sagen, die hatten extrem starke Teams. Mit so Pokémon wie Arcani oder Luxtra hätte ich hier eine sehr, sehr schlimme Zeit gehabt. Und ich denke, auch dann wäre Überleveln hier nicht so wirklich vermeidbar gewesen. Wo es aber dann plötzlich ziemlich bedenklich wurde, war beim Drachentrainer. Weil ja, auch das existiert jetzt noch und der Drachentrainer hat hier ein Shadrago, sowie ein Dragonir, ein Libeldra, ein Draschel und ein Knackrack. Man mag jetzt zunächst mal denken, okay, Dragonir und Draschel sind ein bisschen deplatziert und eigentlich viel zu schwach. Ich habe aber trotzdem hier unglaublich gestruggelt. Das Problem ist einfach, Drachen-Pokémon resistieren Feuerattacken von beispielsweise Flampivian und mein einziges wirklich gutes Out, neben dem Stolos, was ein bisschen Drache resistieren kann, ist Cavaloris, aber das hat kein Step auf Ice Beam. Das heißt, ich kann vielleicht so Pokémon one-shotten wie Knackrack mit mal 4 Schwäche oder auch Libeldra, aber ganz sicher nicht die anderen Drachen. Ich musste also irgendwie hier über Flampivian, über Fuchtler so ein paar Kills setzen, um halt den Weg zu ebnen für die wichtigen Kills von Cavaloris. Es durfte auf gar keinen Fall vorbelastet werden.
Das Blöde ist aber, über Fuchtler wird man irgendwann verwirrt und man ist auch komplett in die Attacke reingeloggt. Unsere Pokémon wie Dragonier beispielsweise haben Aquatail, ne? Also es gibt ja auch durchaus Outs gegen meine Pokémon, die nicht Kapaloris sind. Und das ist relativ bitter. Und ich bin hier deswegen einige Male zerschellt. Ich will mir also gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Trainer hier auch noch Dragoran und Brutalanda gehabt hätte. Ich meine ja, die hätten auch mal 4 Schwäche gehabt gegen Kapaloris, aber ich hätte ja nicht alle outspeeden können, also hätte Kapaloris es alleine vermutlich gar nicht hinbekommen. Auf jeden Fall kein einfacher Kampf für mich gewesen, wenn mein Matchup hier dann nicht mehr so toll war. Ich war nicht so gut hierauf vorbereitet. Ich konnte aber zum Glück trotzdem gewinnen und auch das Knackrack hier über Ice Beam besiegen, nachdem ich Kapaloris extrem geschont hatte. Nun kommen wir aber zum Champ-Fight, würde ich sagen, und der findet jetzt statt gegen Luri. Und ja, Leute, sie ist der Champ. Und ich finde es eine sehr, sehr coole Sache, muss ich sagen. Sie wurde in der Story diverse Male als starker Trainer, aber auch Pokémon Ranger angeteasert und man hat sie ja kämpfen sehen mit Gewaltroh. Deswegen wollte ich die Szene später im Video nochmal loben. Man sieht den Champ wirklich mal kämpfen in einer Cutscene. Und das in einem ROM-Hack, der dermaßen alt ist. Das ist eine sehr coole Idee. Und sie ist auch tatsächlich eine sehr starke Trainerin mit insgesamt 6 Pokémon und verschiedenen Typen. Sie ist definitiv auf dem Stand von Cynthia und Co. und das finde ich sehr, sehr schön. Tatsächlich beginnt sie hier mit einem Schwallboss und das ist unfassbar dreist. Und zwar spammt das Doppelteam und dann später Notsituationen, um das eigene Team zu brechen. Auf jeden Fall ein innovativer Lead, aber ich konnte das auskontern. Ich konnte hier tatsächlich Leaden über Mandarius, also Stolos und Tarnsteine rauslegen, die später im Kampf noch sehr wichtig werden. Und dann konnte ich rüberwechseln auf Lampivian und dann irgendwann Schwallboss One-Shotten an der Notsituation vorbei, weil der Schaden über Flare Blitz ausgereicht hat. Und das war ziemlich wichtig. Und als dann Gastrodon reinkam, um halt Lampivian komplett zu wallen, bin ich rübergegangen auf Kapaloris, was Wasserattacken vierfach resistiert, um Gastrodon zu One-Shotten über Giga Drain, weil das Pokémon hat ja nur eine Schwäche, aber die ist auch mal 4. Und dann kam auch schon quasi der wichtigste Moment im ganzen Kampf, und zwar hat sie dann Ramot eingewechselt. Ein Pseudo-Legendary der 5. Generation, was Gott sei Dank mal 4 Schwäche hat gegen Tarnsteine. Weil ich konnte das nur vernünftig entfernen über Flampivian und Flammenblitz. Das hätte aber nicht so ganz funktioniert, wenn das Ramot hier noch volle KP gehabt hätte. Aber so hat es geklappt und ich konnte Ramot hier besiegen. Natürlich war es das aber jetzt noch lange nicht. Als nächstes hat sie dann Goodra eingewechselt und es hat eine sehr krasse Spezialverteidigung. Ich konnte zwar hier safe rübergehen in Kapaloris, um mal die Water wieder vierfach zu resistieren und dann konnte ich Ice Beam spammen, aber der Schaden hat sich hier leider extrem in Grenzen gehalten. Ich habe jetzt aber auch auf eine Sache extrem Acht gegeben. Ich wollte nicht, dass das Goodra hier in die Heal Range kommt, sodass Luri hier irgendwelche Tränke zündet. Ich habe also am Ende hier nur noch Durchbruch gespammt und bin dann nach dem Tod von Kapaloris wieder reingewechselt in Flampivian, um tatsächlich hier Goodra zu finishen über Superpower, eine sehr, sehr gute Kampfattacke, die ich im Laufe der Liga gelernt hatte. Die senkt aber auch die physische Verteidigung und den physischen Angriff. Für den Kill gegen Zoroark allerdings, was dann reinkam, hat es noch ausgereicht, also ich konnte auch hier mal wieder ein weiteres Mal Superpower einsetzen und auch noch den Kill bekommen. Nun war ich aber auf -2/-2, als sie ihr Ace eingewechselt hat, und zwar natürlich ihr Gewaltroh. Und dann habe ich folgendes getan. Ich habe einfach ihr Stolos eingewechselt, um die Werte von Flampivian zu resetten, habe Stolos hier praktisch weggeworfen, weil ich wusste, Stolos wird hier nicht gewinnen können gegen Leaf Blade, das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann bin ich wieder rüber gewechselt in Flampivian, was nach wie vor ziemlich gute KP hatte, um mir tatsächlich Gewaltroh zu finishen über Flammenblitz. Wie gesagt, wenn die Attacke mal sehr effektiv treffen sollte, ist der Kampf auch entschieden. Ich muss aber echt sagen, sie hatte hier ein sehr gutes Team und wenn ich mein eigenes Team nicht so gut gepickt hätte, wäre ich gnadenlos zerschellt. Also das sollte man schon wirklich ernst nehmen und sie war definitiv ein würdiger Champ. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich Pokémon Scythe durchzuspielen, nur mit einem halben Team und das auch ohne zu überleveln, es war aber durchaus eine sehr, sehr interessante Challenge. Und wie gesagt, Leute, das Spiel hier endet noch nicht so ganz und ich will jetzt mal so ein bisschen zu sprechen kommen auf den Postgame-Content. Ich sag schon mal direkt dazu, das ist nicht der Fokus von Pokémon Scythe, also es gibt nicht so viel Postgame, der Hacker hat sich danach quasi auf andere Spiele fokussiert, aber ein bisschen Inhalt gibt es noch und das will ich zumindest erwähnen. Und zwar kann man zunächst mal nach Höhen gehen, was so ein bisschen postapokalyptisch ist, könnte man sagen. Die Region ist so ein bisschen untergegangen, beziehungsweise wurde halt hart demoliert. Und das sieht man auch, sie wurde aber komplett umgestaltet und man kann zumindest ein paar Städte bereisen. Und dann auch beispielsweise Arktos und Zapdos einfangen. Und ich finde es ehrlich gesagt einen schönen netten Trip nochmal zum Ende hin, es ist aber gar nicht das Wichtigste.
Was man jetzt auch tun kann, sind Liga-Rematches und Arena-Leiter-Rematches. Und das ist immer eine sehr, sehr coole Sache. Gerade ein Spiel, was so sehr auf schwierige Kämpfe fokussiert ist, wie Pokémon Scythe, also das Ganze war ja wirklich ein kompletter Boss-Rush quasi, braucht sowas selbstverständlich, um den Postgame nochmal zu überzeugen. Was es leider nicht gibt, ist eine Kampfzone oder so, aber ja, es ist halt auch ein Raumhack, man darf nicht zu viel erwarten. Was wir aber in Zukunft natürlich auch noch spielen werden, ist Pokémon Source, also der zweite Hack von Rytron, und auch Pokémon Scythe 2, wenn es irgendwann erscheinen wird. Ich persönlich freue mich sehr darauf. Ich denke, Pokémon Scythe ist natürlich ausbaufähig, der Hack hier ist nicht der neueste und es gab vor allem grafisch einige Bugs und auch im Gameplay gab es einige kleine Fehler, beispielsweise funktionieren eine Handvoll der Entwicklungssteine nicht so ganz. Aber das sind Sachen, die kann man vernachlässigen, wenn der Rest einfach Spaß macht. Und das war hier durchaus gegeben. Und auch das Story-Finale beispielsweise hat mir sehr gut gefallen. Aber gut, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Pokémon Source ist auch geplant, ich werde es auch bald mal streamen. Und wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, dann folgt mir gerne auf Twitch. Wie gesagt, Leute, gerade ist wieder ein langes Stream-Projekt am Laufen, deswegen kommt gerne dazu. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.